Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Wir haben im letzten Video mit der Unterwasserwelt, mit dem versunkenen Schiff angefangen und werden da jetzt auch gleich weitermachen. Ich muss mir da mal kurz ein Bein kratzen. Das ist ja gut. Und ja. Übrigens, heute habe ich schon ein Part von Sonic 1 hochgeladen, und so heißt das Spiel, das heißt einfach nur Sonic 1. Ist ein bisschen doof vom Namen her, aber naja. Ja, das Problem ist, das kann ich nur mit Internet spielen. Das heißt, das kann ich jetzt also nach 10 Uhr nicht mehr aufnehmen. Und die nächste Aufgabe ist, wie man gesehen hat, sammle die 8 roten Münzen. Da sind wir auch letztens stehen geblieben. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, warum ich das nicht geschafft habe überhaupt. Wo war die Kanone? Die war weiter nach rechts. Aber ich weiß, dass man das schon, dass ich das schon damit schon im letzten Video angefangen habe, aber ich weiß nicht mehr, warum ich das nicht richtig falsch gemacht habe. Würde ich mal sagen, versuche ich erstmal das hier zu bekommen. Weil da ist nämlich auch eine rote Münze bei den Pfosten. Ah, Mist, komm schon. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Ich will erst die obere bekommen, weil die am schwierigsten ist, sogar zu bekommen. Aber so lange können wir ja schon diese hier bekommen. Also mit einsammeln. Nämlich hier ganz oben die erste. Die können wir dann auch schon mal mitnehmen. Und gehe dann wieder zurück zur Tunnel, weil, wie gesagt, das oben die Münze zwischen den Säulen, hat man ja schon die Münze gesehen, die ist meiner Meinung nach am schwierigsten zu bekommen. Weil man dann genau, man muss einfach assi genau zielen. Deswegen mache ich hier nochmal Quick Save, so das Slot speichern. Dass man nicht immer wieder bis dahin gehen muss. Oh mein Gott, das war haarscharf vorbeigeschossen. Natürlich habe ich jetzt die Einstellung nicht mehr. Verdammt. Ah, das hätte geklappt. Hätte ich ein bisschen höher geschossen. Verdammte Hacke. Noch höher, Alter. Das war schon aber ein guter Schuss. Oh mein Gott! Komm, mach ich hier nochmal Quick Save. Slot speichern. Ja, deswegen, weil ich. Du weißt, dass ich es dumm mache irgendwie. Nächstes Problem. Gelange zur Münze. Darauf nicht dreht sich die Kamera. Perfekt. Verdammt. Ja, soll es da was werden können. So, die zweite Münze, die ist aber allerdings. Wo sind die nochmal? Okay.
Da war doch noch eine zweite Münze, oder? Täusche ich mich gerade? Verdammt. Diesen Modus kann ich nicht umfahren. Nee, war da nicht mit der Münze. Warte mal, ich lade das nochmal. Slot laden. Verdammt. Da gab es nämlich noch ein Dings, wo man landen kann. Okay, da vorne kommt schon. Den Sprung will ich ja wohl schaffen, oder? Ah, geht das so? Oder war da wirklich keine Münze? Oh, ach, da war ein Stern. Lol. Also müssen wir da doch nicht da auf diesen Säulen für die rote Münze anscheinend. Dann hab ich mich getäuscht. Und hab schon den übernächsten Stern geholt. Blast to the Stone Pillar. Ja, nee. Da hab ich schon den nächsten Stern geholt, aber. Hey, da hast du auch eine rote Münze. Wie siehst du von hier aus? Ah, man siehst du von hier aus. Da ist eine rote Münze. Warte. Doch, da ist eine rote Münze. Ach nee, das ist die ums Schiff hinten. Ach so. Das ist die ums Schiff. Täuschung, das ist die ums Schiff. Ja. So, die hier im Schiff. So, oh mein Gott, ich dachte, das wäre eine Münze da oben. Dann hätte ich die erstmal bekommen müssen. So, dann gehe ich hier nochmal unter Wasser in der Höhle nachgucken. Mal schauen, weil ich weiß jetzt nicht, ob da. Da sehe ich auf jeden Fall eine noch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob da in der Höhle noch welche drin waren. Kann ja auch sein. Übrigens mal, wir kommen noch ein One-Up, wenn man durch diesen Münzring da durchschlägt, also in die Mitte. Das mache ich jetzt eher weniger. Nee, hier war doch keine rote Münze, okay. Dafür ist hier noch so ein weiterer Block. Ach stimmt, mir fällt gerade auf, man kann hier noch nicht alle Münzen bekommen, weil man braucht ja Metal Mario, also Titan Mario. Stimmt, meine Münzen. Aber Sterne können wir hier noch nicht alle bekommen. Das ist mir gerade so eingefallen. Da haben wir hier auch Metal, also Titan Mario, Metal Mario brauchen, oder wie das heißt, Iron Mario, Mario, Metal Mario.
Stimmt. Das heißt, alle bekommen wir noch gar nicht. Sollen den mit der können, den in der Mitte können wir noch nicht so bekommen. Dafür brauchen wir ja mehr Kölnare. Komm auf, ich will nicht auf Gefangenen von dem Teil. Beziehungsweise können wir schon mal alle roten Münzen bekommen und ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das mit den 100 Sternen und den 100 Coins habe ich noch nicht gemacht. Das kann ich dann auch gleich hinterher machen. Das mache ich auch gleich hinterher. Okay. Sammelte. Oder muss man die wirklich einsammeln? Wir haben 6 Münzen. Machen wir auch das Geld mit den 100 Münzen noch. Na hier. Nur dazu müsste ich, glaube ich, nochmal in die Höhle schwimmen, weil da gibt es ja auch diese blauen Münzen, ja, diesen blauen Schalter. Für die blauen Münzen. Ach, komm schon. Da, geht rein. Dummerweise ist mir das nicht gerade eingefallen. Also, das, den Kurs hier können wir noch nicht komplett abschließen. Ach, ich muss ja sogar dahin. Oh, nice. Nein, komm hoch. Einmal hier hinauf. Noch einmal hier für die Münzen. Na, oder auch nicht. Aber schon, die Münzen wollen wir doch alle einsammeln. Die Münzen wollen wir doch alle einsammeln. Also geht es natürlich wieder hinauf. Stimmt, eigentlich muss ich ja gar nicht hier hin, ich kann auch direkt hier. Ich würde schon gerade dabei sagen, wir müssen mal festhalten. Mann, eigentlich wollte ich das machen, dass der Waschpinkel der läuft einfach rüber. Fällt da hinunter natürlich. Ach komm, wieder so. Geht doch. Nein! Alle, was ich wollte schon sagen. Oh, okay, ich dachte, das ist nicht, dass ich es schon schaffe. Aber trotzdem müssen wir noch genug einsammeln. Das heißt, jetzt geht es wieder ab in die Höhle. Wenn der Aal nicht direkt da vorne schwimmen würde. Und das sind auch Münzen. Ja, das war das One-Up. Das brauchen wir jetzt aber nicht. So, unbedingt.
So, 58 sind schon mal. Bring mir das noch ab, bring mir das noch ab. Ramsig hat das. Wäre jetzt mit Skill. Oh, ich würde gerade sagen. Okay, 88 Münzen, das heißt, irgendwo müssen wir noch was ansammeln. Irgendwo gibt es noch Sammel Münzen. Ja, Sammelmünzen. Vor allen Dingen Sammelmünzen. Aber haben wir schon eigentlich die 8 Roten? 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwann waren noch nicht alle 8 Roten. Oh. Autsch. Nein, das mache ich nicht nochmal, aber gemacht, nämlich nur einen Stern. Da gab es auffällt, dass wir nur 8, 7 von 8 Münzen haben. Das heißt, die roten Münzen haben wir auch noch. Nicht alle. Hier gibt es nichts mit anderen roten Münzen. Das heißt, es geht dann einmal hinauf. Einmal hinauf. Ach, ich sehe die rote Münze. Die ist hier drin versteckt, Tricky. Clever, clever versteckt. So, wir öffnen auf das Ding. Ja toll, okay, das spawnt da oben. Das heißt, ich muss einfach noch hoch. Was ich jetzt vorerst aber nicht mache, weil ich hier wieder. Danke für den Schnapper. War mir wirklich hilfreich. Es sieht aber fast aus, als ob man nicht alle 100 Münzen bekommen. Hier noch was? Ah! Okay, da waren noch welche. Sonst waren irgendwo noch Münzen, die man einsammeln kann. Hoffentlich. Irgendwie, irgendwo. Wollen wir nicht, dann müssen wir das selber nochmal betreten und. Nochmal für die 100 Münzen machen. Okay, sieht so aus, als ob wir das nochmal machen müssen. Aber hier sehe ich jetzt nichts mehr an Münzen. Oh mein Gott, Epic Fail, Epic Fail.
Ja gut, dann machen wir das aber eben nochmal. Warte, bin ich jetzt noch auf der richtigen Seite? Bin auf der falschen Seite. Einmal untertauchen. Auf die andere Seite. Ne, warte, jetzt bin ich falsch. Ja, wirklich sehr. Ah, da. Da ging es zurück. Oh, wo könnte ich nur noch Sterne übersehen haben? Fragen über Fragen. Und ich lasse es eben nochmal machen, aber vielleicht erst in einer nachfolgenden Mission. Scheiße. Komm, dann gehe ich eben schnell hier rüber. Verdammt! Ach komm! Ich fehle hier gerade irgendwie, das ist ein Fehlpart. Dann katapultiere ich mich nur drüber. Wenn ich das mit den 100 Münzen möchte ich dann auch schon gleich machen. Aber schon ein bisschen verkackt, weil ich das nicht gleich am. Oh, fick dich doch am Anfang gemacht habe, Mann. Sondern wenn mich das spontan später erst eingefallen ist, dann gehe ich eben nochmal zur Kanone hin. Kostet ja nichts. Ach lol. Ach lol. Ach du Scheiße. Ich bin bestimmt tausendmal vorbeigeschwommen. Ah, ich bin tausendmal. Tausendmal vorbeigeschwommen. Ich fasse es nicht, ich bin tausendmal vorbeigeschwommen und habe die gar nicht gesehen. Dann haben wir das mit den 100 Münzen doch schnell gemacht, gerade. Das heißt schnell, ich habe die über Münzen überhaupt gar nicht gesehen. Bis jetzt, Alter, ich bin. Keine Ahnung, wie oft da schon vorbeigeschwommen, ich habe die gar nicht gesehen. Oder sind die irgendwie nicht erschienen oder so? Sondern sind erst jetzt erschienen. Wo ich ganz nach vorbei gekommen bin. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall katapultiere ich mich erstmal hier drauf. Und komm da erstmal nicht mehr rauf, hallo? Bitte. Nein! Jetzt komme ich da nicht drauf. Warte, ja, kann man die Kiste holen dafür. Nice. Ach, geht doch. Ah, Mission geschafft. Here we go.
noch zwei Level Ups bekommen. So, gibt's noch einen Stern, den man hier sammeln kann? Nee, Fruity Jet, also. Okay, das können wir jetzt erstmal nicht einsammeln. Oh, oh. Gut. Das Handy schon fast aus der Hand. Dann geht es mal weiter im Pakt. Allerdings. Ja, hier sieht man schon den Buu, aber allerdings würde mich gerade interessieren, wo kann man Metal Mario Dings nochmal aktivieren, aber ich weiß es gar nicht mehr. Komm schon. Ah, geht doch. Jo, und dann Grüßhand. Geisterjagd. Come on, in here. He, he, he. Ja, hier wird es mit den 100 Münzen auch wieder ein bisschen schwieriger. Glaube ich. Hey, ja. Was mache ich das Geld mit 100 Münzen? Denn hier hinten gibt es nämlich ein wenig Luft, kann man so sehen. Gegner wieder alle erledigen. Und doch die Münzen einsammeln für den, oder? Kann man allerdings auch so erledigen. Ich glaube, das müsste ein One-Up sein, oder? Ach, sogar Münzen, danke. Ja, mach ich auch das. Auch hier gleich das mit den 100 Münzen schon mal aufhören. Aber das finde ich ist erledigt. Geister sterben nicht, hey. Kannst du hier aus. Hier wieder überlebend rauskommen? Ja, okay, wieder dasselbe. Geister sterben nicht. Sehr lebend rauskommen. Hey, was ist hier hinten? Wenn wir das schauen, wir uns doch mal näher an. Ach so. Hey, Leute, was ist hinter dem Bild? Es gibt da noch einen Raum dahinter, einfach. Okay, das hier war schon mal hinten erledigt. Hier gibt es auch wieder Münzen, 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 Münzen. Übrigens, mir gefällt der Hintergrund da irgendwie so. Die versorgte Gruselstellung hier. Soll ja auch gruselig wirken, aber Bus an sich finde ich gar nicht gruselig irgendwie. Warum auch immer. Erst hier links. Das muss man kennen. Irgendwie. Nämlich das lebendige Klavier sozusagen. Okay, da wird schon mal was. Das ist so viel einer, das ist er nicht. Ach man, ich wollte es wegtreten. Zehn Münzen. Und hier hinten gibt es noch ein Buch.
Ja, zumindest sollte hier noch eins erscheinen. Ist aber diesmal nicht so der Fall, irgendwie. Einfach hart drück. Hier ebenfalls. Und hier kommen noch die Boos raus. Wir müssen ein bisschen abwarten. Zumindest sollten da welche rauskommen. Aber irgendwie. Irgendwie haben sie gerade keine Lust rauszukommen. Aber dann gehe ich schon halt im Haus. Haben sie keine Lust da mal rauszukommen? Gestern dahin, ja, ich weiß. Verdammt, in dem muss man einfach drum herumlaufen. Verdammt. Gibt mir auch Tier, auch so eine Münze. So, einmal hier. Okay, kann man sich auch fallen lassen. Kann man auch machen. Muss man so oder so später hier runter. Einmal auf die andere Seite. Der Mist, der ist, sobald ich mich erinnere, auch noch Münzen geben, nämlich. Oder nicht hier? Ach, ich weiß, wo ich bin. Hey, was? Verdammt. Einmal den erledigt. Kimbo war jetzt anscheinend nicht hier drin. Ich habe das irgendwie so in der Erinnerung gehabt, dass da noch ein Buch drin war. Oh, anscheinend wohl nicht. So, welche Tür war es hier? Wie man merkt, ich habe noch Probleme mit dem Kartenlaufen. Ja, ich weiß, Geister sterben nicht. Verdammt! Das war jetzt nicht Teil des Plans. Also okay, das ist nur eine Seite. Na gut, dann kann man auch noch so einmal hier hingehen. Aber hier kommt noch nichts. Hier kommt das später was. Also hier müssen wir später noch mal hin. So, das bringt uns sowieso nur zur anderen Seite hier. Einmal durch. Autsch. Du. Aber was ist hier eigentlich in der rechten Tür? Ach, da ist das Ganze nur von der anderen Seite, okay. Nein! Ah, oh, Mann! Jetzt. Oh, der mich doch wieder runtergeschubst. Oh, das gibt's doch nicht.
Hallo? Na bitte. Schneller geht ein Sturm rumlaufen. Okay. Dann nochmal hinauf. Dann noch einmal hinein. Aber ich guck mal. Ach, hier ist noch so eine Münze. Mein Gott, hier könnte man sich auf jeden Fall hochscalen. Naja, ich bin aber nicht gut genug dafür. Ich habe das mal gesagt, weil mir fehlt da noch ein bisschen etwas an Münzen. Ach, oder waren das die Boosts von der anderen Seite? Ja, ich glaube, das ist der Raum außerhalb. Deswegen kommen ja keine Boosts mehr rein, wenn wir die schon von der anderen Seite erledigt haben. Deswegen vielleicht. Achso, das haben wir schon. War ich eigentlich hier schon drin? Ja doch, das war der eine Raum. Ne, komm, ich riskiere es nicht, dass ich da nochmal falle. Hey. Ich würde gerne noch die letzten Münzen einsammeln. Oh, das ist jetzt ein bisschen nervig schon. Dass ich da ständig runterfalle. Ich muss Pause, bis ich wieder oben bin. Und dann geht's wieder. So, endlich wieder oben. Du bist der Warte direkt an der Ecke. Ja. Ich muss mal das andere. So, dann mache ich hier eben Quicksave. Warte mal, ich weiß auch mal so. Das hat nicht klappen können. Ja, nice, sie ist aber da. So. Anscheinend kriegen wir hier noch nicht die 100 Münzen bekommen. Na gut. So geht er leicht. Obwohl, vielleicht bekommt man doch noch die 100 Münzen, wenn man jetzt nicht direkt den Stern einsammelt. Solange das vermeidbar ist, den Stern einzusammeln. Dann habe ich die Mission wenigstens schon erledigt. Yeah.
Nice. Okay, hier ist dann nichts mehr. Oh, nope. Nur Feuer. Oh mein Gott, ich hab so einen Walljump gemeistert. Komischerweise. LOL! Das ist der erste, den ich wirklich gemeistert habe. Mit Skill und so. Oh mein Gott, das war auch gut. The door of the big star, whatever. Nice. Ich habe es ja nicht alles verstanden, aber was soll's. Oh, dann würde ich sagen, sammeln wir uns auch den einen Stern hier ein. So, dann sind die 100 Sterne hier schon mal gesichert. Die 100 Coins meinte ich. Sich anzuschleichen. Dann können wir vielleicht noch einen Stern gerade machen, ich weiß nicht. Vielleicht. Ja, Merry-Go-Round, das können wir auch gerade machen. Und zwar, das ist diesmal hier Klarheit. Wo wir auch schon vorhin waren. Das Teil, das sich dreht. Genau dahin müssen wir jetzt. Dieses sogenannte Karussell. Und das ist eigentlich auch, ja. Genauso wie gerade eben oben ein paar Buus töten und dann kommt der große Buu, Big Buu. Genau dasselbe Spiel ist es jetzt. Und sogar mit Feuer. Und jetzt kommt der große Blue. Ha, erledigt. Und auch diesen Stern eingesammelt. Juhu. Save and continue.
Schon wieder versucht sie sich da einzuschleichen. Na gut, dann würde ich mal sagen, beende ich den Part jetzt auch. Ach, nicht sein Bus getötet. Und mal das Bild hier untersucht. Der Stern sollte an nur so eine Bedeutung haben. Also habe ich mal gehört. Verdammt, Hakel. Mit diese Buß. Aber da kann ich stehen bleiben. Und zwar, soweit ich da lesen könnte, irgendwas mit L is real. Und den Rest kann man nicht wirklich erkennen. Also hier sollte man noch ein Datum erkennen können sogar. Weiß ich jetzt aber nicht sagen können, was das bedeutet, sondern so, ja. Mal so nebenbei angemerkt. Ihr könnt ja mal eure Theorien in die Kommentare schreiben, also was da auf diesem Podest da drauf steht. Also wirklich drauf steht. Das Einzige, was ich erkenne, ist irgendwas mit L real oder L is real oder sonstigem. Und ja, aber dann würde ich mal sagen, dann beende ich auch diesen Part hier jetzt endlich mal. Hoffentlich hat euch das Video gefallen von Let's Play Super Mario 64. Und ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.